Ja, hey ihr Lieben, mein erstes Video aus dem Garten dieses Jahr. Es ist zwar alles noch braun, aber die Sonne fängt schon wieder an zu scheinen und ich kann hier ohne Jacke stehen, was mich gerade total glücklich macht. Und ich wollte in diesem Video eine von euren Fragen beantworten, die in den letzten Wochen immer wieder mal in den Kommentaren gestellt wurde. Und zwar die Frage, wie lange dauert das denn? Wie lange dauert denn Traumaheilung? Wie lange dauern denn all diese Sachen, von denen ich immer wieder ganz begeistert in meinen Videos erzähle und wo ich euch auch immer wieder ermutigen möchte und mitteilen möchte, dass es total wertvoll ist, das eigene Nervensystem zu regulieren, dem eigenen Körper auch näher zu kommen, die Sprache unseres Körpers zu verstehen. Und ich verstehe das vollkommen, dass man natürlich wissen möchte, vielleicht auch bevor man sich auf diesen Weg einlässt, tja, wie lange dauert das denn alles? Ist das eine Sache von Wochen? Ist es eine Sache von Tagen? Ist es eine Sache von Monaten, von Jahren? Wie sieht das Ganze denn aus? Und wie ihr aus meinen Erzählungen vielleicht schon wisst, von meiner persönlichen Erfahrung, kann das Jahre dauern. Ja. Und da ich euch aber nicht entmutigen möchte, sondern ein bisschen eine genauere Möglichkeit zur Einschätzung mitgeben möchte, würde ich euch jetzt mal die Kriterien nennen, anhand derer ich ja so ein bisschen einschätzen würde, wie lang denn jetzt bei der Person die Traumaheilung dauern könnte. Ja, wir sind immer offen für Wunder, wir sind immer offen dafür, dass es alles viel, viel schneller und viel, viel einfacher geht, aber einfach so ein bisschen anhand der Erfahrung, die man hat, einzuschätzen. Da würde ich jeden von euch immer erstmal fragen, was hast du denn an Trauma im Gepäck? Hast du eine einzelne einschneidende Erfahrung gemacht, sowas wie ein einmaliges Schocktrauma als Erwachsener, eine einmalige Erfahrung, die sehr herausfordernd war und die jetzt immer noch dir in den Knochen hängt? Das ist eine Sache. Oder hast du Entwicklungstrauma im Gepäck? Das heißt, es fehlen dir ganz tiefe Fundamente in deinem Leben, wie Urvertrauen oder Bindungsfähigkeit oder ein liebevolles, schönes Selbstwertgefühl oder ja, die Fähigkeit, dich selbst zu spüren, Grenzen setzen zu können, all diese Dinge. Wenn uns da einiges einfach fehlt, weil wir das nicht entwickeln konnten, weil es die Grundlage schon ganz früh im Leben gefehlt hat, dann sprechen wir von Entwicklungstrauma. Entwicklungstrauma, sage ich euch gleich, dauert länger. Wenn wir ein gutes Fundament haben und wir haben ein einmaliges Schocktrauma, dann könnten wir, wenn wir gute Unterstützung uns holen, vielleicht in einigen Monaten das Ganze schon sehr gut klären und auch wieder in die Lösung bringen. Wenn wir allerdings von Entwicklungstrauma sprechen und du merkst, oh, mir fehlt da so das ganze Fundament für mein Leben oder große Teile davon, das sind dann schon Jahre, von denen wir sprechen, weil wir da langsam diese ganzen frühen fundamentalen Erfahrungen einfach nachholen müssen, Schritt für Schritt für Schritt. Und die bauen alle aufeinander auf und das ist einfach eine längere Angelegenheit. Und dann gibt es noch die Spezialisten unter uns, so wie mich, die sich gedacht haben, Mensch, es gibt Entwicklungstrauma, es gibt Schocktrauma, hey, wie wäre es, wenn wir beides mischen? So richtig das Beste von allem wählen und das so schön in meine Biografie hineinstreuen, dann haben wir eine komplexe Traumageschichte. Und ja, von den Leuten, die jetzt schon in ihrer Heilung da sehr gut vorangekommen sind und die jetzt auch mehr ganzheitlich das Ganze betrachten und körperorientiert arbeiten, habe ich so Spannen von zwischen 3 und 7 Jahren gehört. Ich bin jetzt im 6. Jahr von meiner Heilungsreise und ich kann deutlich sehen, wie viel Unterschied das jetzt inzwischen schon gemacht hat, wie viel da schon von mir abgefallen ist. Ich kann aber auch sehen, hier und da sind noch ein paar Dinge übrig, die ich noch entwickeln möchte, die ich noch klären möchte.
einfach auf dieser tiefen, grundlegenden Ebene. Wenn ich jetzt von einer Spanne von mehreren Jahren spreche, dann sage ich nicht, dass man in der Phase dann ununterbrochen Tag und Nacht ackern muss. So ist es nicht zu verstehen. Es ist mehr, dass wir über eine gewisse Zeit einfach dieses Projekt von Nervensystemregulation und Traumaheilung im Vordergrund haben. Und du kannst es sehen wie so ein bisschen ein überdimensionales Hobby. Ja, wenn jetzt jemand ein mega Hobby hat und sehr viel Zeit da rein investiert, sehr viel Aufmerksamkeit da lernt und bastelt und am Machen ist, sowas. Ne? Nur ist dann unser Hobby etwas anders. Keine Modelleisenbahn oder irgendwelche Geflügelhaltung oder sonst irgendwas, sondern das ist dann einfach, ja, ich will meinen Körper besser verstehen, ich will bindungsfähig werden, ich will mein Urvertrauen zurückhaben, all diese wunderbaren Dinge. So, also das erste ist natürlich die Frage, was hast du im Gepäck? Und da würde ich eben sagen, Entwicklungstrauma, wenn nichts anderes obendrauf ist, ja, 1 bis 3 Jahre würde ich sagen, Schocktrauma, wenn wir ein richtig gutes Fundament haben und wir haben gute Unterstützung, eine Sache von Monaten bis zu 1 Jahr vielleicht, komplexes Trauma, 3 bis 7 Jahre. So würde ich mal sagen. Und es gibt immer Ausnahmen. Ja, du kannst derjenige sein, der sein komplexes Trauma in 1 Jahr gelöst bekommt, weil du einfach so offen bist dafür oder so tolle Unterstützung hast damit. Und da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Die nächste Frage, das nächste Kriterium ist, wie viel Unterstützung hast du? Also hast du eine heilsame Umgebung? Hast du einen heilsamen Alltag oder wo es einfach heilsame Elemente gibt? Hast du Unterstützung durch vielleicht Sitzungen, durch Begleitung, durch Gruppenerfahrungen, alles, was dich einfach so von außen hält und nährt und trägt? Und je mehr du da verbuchen kannst, das beschleunigt natürlich auch die Heilung. Ich glaube sogar, dass es gar nicht möglich ist, wenn wir jetzt in einer sehr immer noch traumatischen Situationen sind, da können wir, glaube ich, unser Trauma gar nicht heilen. Also sagen wir mal, wir haben in der Kindheit viel Gewalt erlebt und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir jeden Tag neue Gewalt erleben. Warum soll dein Körper sich dann öffnen und das Trauma verarbeiten und die ganzen Schutzschichten loslassen, wenn er doch jeden Tag merkt, ich bin noch immer nicht in Sicherheit. Also so eine gewisse heilsame Umgebung, keine perfekte Welt, keine Mega-Idylle und alles ist wundervoll. Aber einfach so ein gewisses Maß an Geborgenheit und heilsame Umgebung muss da sein. Je mehr, umso besser. Und dann ist die zweite Frage, arbeitest du körperorientiert mit dem, was da zum Vorschein kommt? Meiner Erfahrung nach ist das der Weg, der einzige Weg im Grunde, der dazu führt, dass unser Nervensystem nicht nur reguliert wird, sondern dass wir auch eine neue, ganz neue, ganzheitliche Beziehung zu unserem Körper aufbauen, dass wir genau wissen, was passiert gerade in mir, wie kann ich mich optimal unterstützen. Und das ist einfach nicht gegeben. Es gibt ganz viele Techniken, da wird dir erzählt, mach diese eine Sache und damit löst du all dein Trauma. Und ihr wisst ja inzwischen, ich bin kein Fan von dieser Ein-Werkzeug-Methode, weil ich denke, so wie ein guter Handwerker mit einem ganzen Werkzeugkasten zu dir kommen sollte, nicht nur mit einem Hammer, sondern mit allem, was man nur so haben kann und brauchen kann. Genauso brauchen wir auf unserem Heilungsweg, wir brauchen ganz viele unterschiedliche Werkzeuge und wir müssen lernen, mit jedem einzelnen Werkzeug umzugehen, um uns umfassend unterstützen zu können. Und die nächste und letzte Frage ist, wie bereit bist du, Unannehmlichkeiten auf dich zu nehmen, sprich unangenehmen Gefühlen zu begegnen? Trauma besteht zu einem gewissen Grad aus unangenehmen Gefühlen, die wir nicht fühlen wollen, die total unangenehm sind.
Traumaheilung bedeutet, dass wir uns freiwillig dazu entscheiden, diesen Gefühlen erneut mit Unterstützung auf eine liebevolle, hoffentlich gut durchdachte Weise zu begegnen. Aber nichtsdestotrotz, es ist wie, ich bin bereit, dem jetzt zu begegnen und all dem, was sozusagen in mir verborgen und auch verdrängt ist, ich bin bereit, das nach und nach zum Vorschein kommen zu lassen. Wir können nicht das alles auf einmal zum Vorschein kommen lassen, das muss in kleinen Häppchen geschehen. Aber es braucht jeweils von uns die Bereitschaft dafür. Es braucht immer wieder so ein inneres Ja. Und ich weiß von Leuten, die einfach vielleicht theoretisch dazu Ja sagen, die sagen, ja, das wäre eine tolle Sache. Aber wenn es wirklich darum geht, ins Fühlen zu kommen, in den Körper zu kommen und diesen Dingen wirklich zu begegnen, dann ist es so wie, oh, nee, doch nicht, schnell weggehe. Was ich total verstehen kann, ja. Aber das ist dann einfach, da fehlt dann was, damit die Heilung auch wirklich geschehen kann. Genau. Also ich bringe es nochmal auf den Punkt, wie lange dauert die Traumaheilung? Erstmal ist die Frage, was hast du im Gepäck? Hast du Entwicklungstrauma oder nur ein einzelnes Schocktrauma oder das Beste von allem, das komplexe Trauma, wo du alles miteinander vermischt hast? Wie viel Unterstützung hast du? Und arbeitest du körperorientiert oder ist der Körper noch so eine Art Nebensache? Hast du nur ein Werkzeug, was du bisher kennengelernt hast oder eine ganze Palette von unterschiedlichen Werkzeugen? Und ja, die Frage, wie viel Unannehmlichkeiten bist du in der Lage zu begegnen und bist du bereit, auch dich denen zu stellen? Und ja, und je mehr wir da beantworten können mit, ja, ich habe da Unterstützung und ja, da gibt es Sachen, die ich lerne, wie ich mir helfen kann. Und ja, ich bin auch bereit, dass es hin und wieder mal ein bisschen unangenehm ist. Dann weißt du einfach, dass du auf ideale Weise durch, ja, auf diesem Weg unterwegs bist. Genau. Dann hoffe ich, ich konnte dir ein bisschen Mut machen oder einfach dir helfen, auf dem Boden der Tatsachen zu sein und besser zu wissen, mit was wir es hier zu tun haben. Hinterlass mir gerne einen Kommentar und sag mir, wie sich das für dich anhört oder teil deine Erfahrungen, wenn du zu dem Thema was beisteuern kannst. Alles, alles Liebe und viele Grüße aus meinem Garten. Bis dann.